Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, wie immer auf Fränkisch. Ich habe mir jetzt noch das Stäbchen da wieder kurz und wir können weitermachen. Ab nach Dämmerstern erst einmal und dann noch ein wenig. Ekelhaft, dreh dich weg. Ja, auch ein schöner Rücken kann entzücken, oder wie war das? Aber der irgendwie nicht. So, müssen wir wieder mal bis zum Tage warten. Ich möchte auch alle kennenlernen. So. Da waren wir ja jetzt. Dennoch gehe ich nochmal. Hallo? Die Tür stand offen. Also wirklich. Da zieht's doch. Das ist doch ökonomisch total unsinnvoll und so. So, hier ist wirklich keiner mehr. Nee. Es tut mir leid, wenn mein Vater etwas abwesend scheint. Ja. Schon recht. Gut. Braucht ihr etwas? Nein. Hier, was ist denn das für... Achso, das gehört da dazu. Wem gehört das hier? Kaserne. Kann ich euch helfen? Ja. Endlich haben diese verdammten Albträume aufgehört. Ihr wisst nicht zufällig, wie das passiert ist, die oder? Kaiserlichen denken, dass wir... Ich muss die Augen benötigen. Halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ja, die könnten immer Kerker von Dämmerstern. Hi. Was ist los? Drachen? Da. Sowas. Da liegt der Buch. Braucht das Buch? Das ist von ganz allein. Oh, dann kenne ich das schon. Die Wolfskönigin Buch 1. Ach so, dann kenne ich es nicht, aber das ist halt der stinknormales Buch. Da habt ihr Wolfskönigin Buch im Keller. Liegt da einfach so für die Gefangenen zum Lesen. Luxus. Ah, what is this? Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und, was macht ihr da so? Oh, wenig momentan. Relativ wenig. Und ihr, Partygesichter? Nur ein Bediensteter von Skald dem Älteren. Er ist die Zeit und Aufmerksamkeit nicht wert. Ich bin Skalds Huskarl. Mein einziges Ziel besteht darin... Die Albträume in Dämmerstern haben aufgehört. Und ihr habt dazu beigetragen, wie ich höre. Seid ihr auf Drachenangriffe vorbereitet? Die Drachen greifen nur an, weil Talos wütend auf uns ist. Denn wir haben uns von ihm abgewendet. Ja. Sobald wir das Kaiserreich aus Himmelsrand vertreiben, werden die Drachen verschwinden. Denkt an meine Worte. Glaube ich nicht. Und Dämmerstern und Griechen... Die Sturmmäntel sind dazu bestimmt, diesen Kampf zu gewinnen. Talos ist mit uns. Und wenn man mit dem Segen eines Gottes kämpft, ist einem der Sieg sicher. Dämmerstern war in der Vergangenheit schon oft der Schauplatz von Schlachten, die das Schicksal des Kaiserreichs besiegelt haben. Ich hoffe, dass es so bleibt. Aha. Da, ich habe so einen Riesen getötet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Dafür, dass es so ein großer Dienst war, sind 100 Gold aber doch recht wenig. Riesen sind in Pale ein allgegenwärtiges Problem. Das Kaiserreich wollte... Zieht los und tötet eine dieser Bestien. Das sollte ihnen zu verstehen geben. Ja, ich ja. Ich zähle auf euch. Noch einmal ein Riesen. Viel Glück mit dem Riesen. Lasst euch nicht zertrampeln. Na. Ey. Es liegt keine du. Ehre ich bin darin, hier, um den Bewohnern von Dämmerstern mit meiner Magie zu... Was hast du denn zu verkaufen? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Mächtiger, aha. Bücher. Ich brauche ein wenig, Illusion. Besänftigen. No. Gib mir Illusionszauber. Illusion, Furcht. No. Heldenmut. No. Hellsehen. No.
Lautlosigkeit habe ich bereits. Raserei. Habe ich auch schon. Ey, du hast ja nichts. Und ich hatte gehofft, könnte man so sagen. Der Jarl kann alles verlangen, aber ich setze keinen Fuß auf das Schlachtfeld. Ich habe im großen Krieg gekämpft und genügend junge Leben ausgelöscht. Das werde ich nicht noch einmal tun. Mhm. Vor ungefähr 30 Jahren überfiel der Altmeri-Bund das Kaiserreich. Es war ein Überraschungsangriff, den niemand erwartet hatte. Sie nahmen schließlich die Kaiserstadt ein. Ich war dort und tötete junge Elfen mit Feuerbällen und Blitzen. Bei Akatosh. All das Blut. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Das will ich niemandem mehr antun. Ja. Magie wird im Himmelsrand mit Argwohn betrachtet. Nur die Magier in der Akademie von Winterfeste unterrichten sie. Da war ich ja auch noch nicht. Ey, wer bist denn du? Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Boah. Hast du da sicherweise ein paar so Tetraherzen rumliegen? Nicht, ne? Kann man den Stab entzaubern, den ich da jetzt gekriegt habe? Natürlich nicht. Okidoki, dann gibt's hier nichts. Das ist sehr eigenartig. Warum habe ich denn da schon wieder so einen dämlichen... Tötet den Riesen von... Hey, Karl! Ich bin niemand Besonderes. Nur ein Bergmann, der eine Spitzhacke schwingt. Ich arbeite in der Mine, ich will keinen Ärger. Also gut, ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Du, nicht nur ein paar, gell? Hör mal auf. Schau. Eisenbrechermine. Da gehen wir mal rein. Schauen wir mal, was da zu holen gibt. Hallo, Bodi. Ich bin zum Schürfen hier, das ist alles. Okay, na ja, Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Bodil. Ach, ist das hier verwinkelt. Da findet ihr euch zurecht. Da ist ein Loch. Ich arbeite in der Eisenbrechermine, seit ich ein kleiner Junge war. Ah! Überraschung. Okay. Langweilige Mine. Nichts zu sehen. Mal wieder raus. Da wohnt die eine drin. Brauchen wir auch nicht hin. Mörser und Stößel. Ja, was für ein lustiger Name. Mit dem Mörser und dem Stößel stellt man Zaubertränke her. Kommt doch an die Ladentheke. Hallo, du Hexe. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Naja, wenn du Tetraherz hast, hast du nicht, aber Feuersalz hast, die brauche ich auch. So, bist du schon immer in Ich bin die älteste Frau in Dämmerstern. War schon hier, als Skald der Ältere noch Skald der Jüngere hieß. Er ist ein Dummkopf, falls ihr ihn noch nicht kennt. Hält Ulfric Sturmmantel für unbesiegbar und glaubt, er furzt Drachenfeuer. No. Die Leute hier gehen zu Brina Merilis, wenn etwas geregelt werden muss. Sie ist ein Heißsporn auf dem Weg nach oben. Als sie der Armee beitrat, hat mich das nicht überrascht. Okay. Lasst mich wissen, wenn euch das Rüttelfieber packt. Was habe ich denn jetzt schon wieder für einen Questmarker hier? Jetzt sind das. Wenn mich das Rüttelfieber packt, dann sage ich natürlich Bescheid. Die beidet. Ey, beidet. Hallo, beidet. Du, die beidet ist nicht da.
Wenn es nicht da ist, ne, dann... Oder war ich ja schon mal und hab die beide halt umgebracht oder so. Wer weiß das schon. Das war das Museum, ne? Da war ich ja auch schon mal drin. Brauche ich nicht nochmal neu. Wobei, ich könnte dann gleich mal gucken, was das los ist. Ey! Ich kann euch zu jedem Hafen ent... Wohin wollt ihr? Oh, schon gut. Also gut. Was ist denn da oben? Da gehen wir jetzt gleich da nochmal hin. Jetzt gucken wir nochmal geschwind rein. In Silos Vesuvius. Mhm. Das war dem sei Hütten, genau, aber da ist ja nichts drin. Dann gehen wir gleich wieder raus. Drüben zu die Docks muss ich noch. Und da ist eine Höhle. Aha, aha, aha. Aber jetzt schauen wir erst mal da hoch, was das da war. Oder irgend so... Da wahrscheinlich. Da. Das wollte ich sehen. Was ist denn das hier? Gar nichts. Einfach nur, damit es schön ausschaut. Naja. Schaut schon schön aus. Da oben war der, aha. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal das Schiffle da besuchen. Achso, und da waren ja auch noch zwei Häuser. Weil der eine davon ist, glaube ich, der Schmied, da war ich schon ein paar Mal. Vorsichtig! Ja, ja, du warst im Weg, nicht ich. Hey! Meine Frau Beitild ist tot. Aber ich vermisse diesen alten Wesen nicht gerade. Skald der Ältere. Er ist Herrscher von Dämmerstern, seit er ein Junge war, und von seiner Einstellung her ist er immer noch dieses Balk. Bei der ersten Gelegenheit hat er sich gegen das Kaiserreich gewendet. Jetzt sind wir alle Teil seiner Rebellion. Er schickt mich. Ich verkaufe Quecksilber. Ich kaufe alles, was ihr zutage fördert. Toll. Wenn ihr nichts gegen das Graben habt, mir gehört die Quecksilbermine. Das ist auf jeden Fall besser, okay, als in dieser verdammten Eisenbrechermine mit den ganzen Milchtrinkern zu arbeiten. Du? Ich helfe meinem Gatten nicht viel. Nach meiner Heirat kam ich vor einigen Jahren aus Hammerfell hierher. Mhm. Das Land ist zwar wunderschön, aber ich vertrage die Kälte nicht. Ich weiß nicht, wie Rustleib das aushält. Du bist aus Hammerfell? So ist es. Die Heimat der Rotwardonen. Das Land des Sandes und der Meere. Ich hoffe, ich kann Rustleif eines Tages überzeugen, mit mir dorthin zurückzukehren. Bis dahin reicht es mir aber, mit ihm die Schmiede in Dämmerstern zu führen. Du bist ja sehr genügsam. Wir schmieden jeden Tag, falls ihr etwas braucht. Wo ist der Rustleif? Da ist er. Braucht ihr einen Dolch? Ja, ich habe an dem einen oder anderen Anlegeplatz gearbeitet. Mhm. Die meisten Schiffskapitäne sind aber sehr abergläubisch und lassen nicht jeden an ihr Schiff ran. Und Dämmerstern ist für sein notorisches Pech bekannt. Wir sind der letzte Anlaufhafen vor Windhelm und der Erzhandel macht uns zu einem prächtigen Ziel für Piraten. Ah ja. Kommt wieder, wenn ihr Stahl braucht. Hey, wer bist denn du? Es ist meine Pflicht, Brina Merilis zu bewachen. Der Jarl und ich haben unsere Meinungsverschiedenheiten. Tut mir leid, dass ihr eine mitbekommen musstet. Hab ich? Skald unterstützt Ulfriks Rebellion. Und es gefällt ihm nicht, dass ein paar alte Soldaten in seiner Stadt wohnen. Er ist ein Dummkopf. Ein Drache hat Helgen angegriffen. Dämmerstern braucht das Kaiserreich mehr als je zuvor. Mhm. Ihr wollt euren Kummer im Met ertränken? Das machen viele in diesen Tagen. Ich empfehle die... Was Arbeit angeht, könntet ihr darauf bauen, Skalde in guter Laune zu erwischen. Ich bin schon mein ganzes Leben lang in der Okay. Aber an eurer Stelle würde ich es bei den Minen am anderen Ende der Stadt probieren. Was braucht ihr? Wer bist du? Jeder denkt, ich wäre zu jung, um Schiffskap... Durch Vererbung, wie ja, lauf halt weg. Gern sagen. Ich kann sie nicht verübeln. Meine Mutter hat die Meeresböe mit ebenso eiserner Hand geführt wie ihren Haushalt. Ich habe versucht, neue Geschäfte aufzutun, den Respekt der Seeleute zu gewinnen, aber ich habe immer noch Schwierigkeiten. Zum Beispiel unser letzter Handel. Ein paar fein gemahlene Salze der Lehrer aus der Akademie von Winterfeste. Jede Menge Profit, wenn man weiß, wem man es verkaufen kann. Seeleute, was sonst? Sie haben sich betrunken und am Ende die Ware in irgendeiner Höhle verloren. Wenn ihr keine Angst vor ein paar Erkundungstouren habt, zahle ich euch gutes Gold, um diese Salze zu bekommen.
Ich gehe dann mal wieder. Aha. Ich habe vor, die Tage, die mir noch verbleiben, ich nehme nicht gerne Befehle von einem Jungen. Dort gehöre ich hin. Aber ich brauche das Gold. Ich schürfe. Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Also gut. London, der Leigelf. Und da ist was? Quecksilbermine. Na, keine Lust. Oder naja, doch. Komm, alles gesehen haben. Ich muss. Ich bin auf der Suche nach lustigen und interessanten Quests und nicht so langweilig. Wie Erzschiffen. Seid ihr zum Schürfen hier? Du? Ich arbeite in der Mine, so wie alle anderen auch. Ja, das merke ich schon. Es gibt jede Menge. Das Schürfen ist ein ehrbares Gewerbe. Und man braucht dazu keinen Meisterbrief. Na. Gut. Also auch nichts. Quecksilber hat es selten. Da lohnt sich der Abbau. Naja. Glaubst du? Okay. Nein, ich will keine fein gemahlenen Salze finden. Gut, Dämmerstern hätten wir damit durch. Das war ja jetzt auch nicht sehr ergiebig. Ja. Jetzt könnte man die Akademie von Winterfeste machen oder ein bisschen Einsamkeit oder Mortal. Was ist denn Mortal? Lass uns doch mal Mortal gehen. Einmal nach Mortal. F5. So, sind wir hier in Mortal. Wer bist du? Was schleichst du hier rum? Ich habe Mutters Gabe nicht ganz, aber ich habe auch schon Visionen gehabt. Genau, da frage ich jetzt erst einmal, was stimmt mit Jörg nicht? Mein Bruder ist sensibel. Er kann sich nur schwer auf etwas konzentrieren. Wir haben ihn zum Tempel von Kynaret in Weißlauf gebracht, um ihn von den Heilern untersuchen zu lassen, und sie sagen, er sei völlig gesund. Seid ihr unterwegs nach Weißlauf? Könnt ihr diesen Brief für die Priesterin Danica Reinequelle mitnehmen? Es ist eine Notiz über Joriks Gesundheit. Klar. Ich danke euch. Ich gehe dann mal wieder. Okay. Warum habe ich jetzt schon wieder zwei Questmarke? Skalde ein Kopfgeld geben? Was für Kopfgeld? Und warum lasse ich mir das... Hä? Don't understand. Jetzt ist es weg. Komisch. Gut. Wie arbeiten wir uns vor? Da oder da? Fangen wir doch mal in dem großen Haus hier an. Hochmondsaal. Das klingt doch toll. Ey, du hast einen Questmarker auf dem Kopf. Tamriel steckt voller Weisheit und Magie, wenn man nur danach sucht. Nur wenige haben ihre Augen. Was mit dem abgebrannten Haus geschehen? Rogars Haus? Er hat Frau und Tochter in den Flammen verloren. Meine Leute glauben nun, dass es mit einem Fluch belegt ist. Ui. Wer bin ich, dass ich ihnen widersprechen könnte? Der Jarl. Rogar gibt seiner Frau die Schuld, weil sie Bärenfett ins Feuer gegossen hat. Viele glauben, er habe das Feuer selbst gelegt. Begierde kann einen Mann dazu bringen, das Undenkbare zu tun. Die Asche war noch warm, als er Alva treu schwor. Was, welcher Alva? Aufgrund von Gerüchten und Tratsch? Nein. Aber ihr, ein Fremdling, könnt vielleicht die Wahrheit für uns finden. Ich spüre eine interessante Quest. Durchsucht die Asche, die andere nicht anzurühren wagen. Seht, was sie euch sagt. Wenn ihr seine Schuld oder Unschuld beweisen könnt, werde ich euch dafür belohnen. Okay. Gibt's Schwierigkeiten? Das Unsichtbare kann Unrast verursachen, sogar Furcht. Das ist zu erwarten.
Mhm. Einige fürchten unseren neuen Zauberer vor Ort. Wenn sie sich erst an ihn gewöhnt haben, werden sie ihn akzeptieren. Neuer Zauberer? Die Zeit wird mir recht geben. Okay, ich habe noch nichts gefunden. Dann vergeudet nicht meine Zeit. Okay, wer bist du? Ihr werdet Jarl Idgroth den nötigen Respekt zollen, solange ihr in dieser Halle weilt. Haben wir uns verstanden? Es ist kein Geheimnis, dass Jarl Idgroth anders ist. Es ist ebenfalls kein Geheimnis, dass Gerüchte über sie und ihre Visionen im Umlauf sind. Visionen? Ich werde sie nicht zitieren. Und ich lasse nicht zu, dass sie unter diesem Dach verbreitet werden. Und nun geht euren Geschäften nach. Also gut. Ja, bitte? Ja, bitte? Ihr solltet eure Anschuldigungen gegen Alva besser belegen können. Ist Roger unschuldig so hab oder ich nicht? Anschuldigungen. Du. Die Armee ist immer auf der Suche. Es bringt Unglück, über diesen Ort zu reden. Warum? Der Jarl sucht jemanden, der nicht so abergläubisch ist. Aber meiner Meinung nach sucht er jemanden, der komplett verrückt ist. Okay. Dann gehe ich mal. In eurer Hand. Ja, ich gehe vor allem. Ja, ist ja recht, ist ja recht. Hey, geh weg. Wer bist du? Ich versuche nach Möglichkeit zu verhindern, dass Igrots Zeit verschwendet wird. Sie soll sich nur um wirklich wichtige Dinge kümmern. Was für Streit vor der Halle? Das habt ihr also gesehen, was? Nee. Die Lage in Moortal ist in letzter Zeit angespannt. Die Leute sind unsicher, rastlos. Sie hängen fast mit religiösem Eifer an den Lippen des Jarl. Mhm. Man munkelt von einer Rebellion gegen das Kaiserreich. In den Sümpfen hört man des Nachts seltsame Geräusche. Und dann ist da noch das Trauerspiel mit Rogars Haus. Die Männer sind einfach nur auf der Suche nach Weisheit. Alles wird gut ausgehen. Das wollten auch viele hier. Jetzt machen sich ein paar Leute Sorgen, dass dieser Zauberer Valion alles verderben könnte. Arbeit? Der Jarl hat eine Belohnung für das Töten eines Riesen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Diese lumpigen kleinen Mini-Quests. Hey, wer bist denn du? Manchmal verlaufe ich mich. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Aber ich bin nicht... nicht hier. Bitte? Yorick. Strange Yorick. Bitte bekommt von Yorick keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Nicht? Ist Roger unschuldig oder nicht? Ihr solltet eure angeblich die Visionen Göttlichen haben. Enthüllen mir manchmal Dinge. Ja, das verheimliche ich nicht. Es ist eine Gabe. Wer das nicht glaubt, kann und wird es nicht verstehen. Rogers Schicksal liegt nicht in eurer Hand. Ja, ich hab's schon geschnallt jetzt. Der Roger. Was sind da schon wieder aktiviert? Ich will kein... Das will ich nicht haben. Jetzt hör mir auf, dort Dinge zu markieren. Ich will das jetzt markieren. So, abgebranntes Haus, wo denn? Da war ich doch noch überhaupt nicht. Nun. Da. Da soll ich was markieren. Dingsen. Hey, Geist! Wer bist denn du? Helgi. Aber Vater sagt, dass ich nicht mit Fremden reden darf. Seid ihr ein Fremder? Nein, ich bin ein Freund. Der Rauch hat mich aufgeweckt. Es war heiß und ich hatte solche Angst, also habe ich mich versteckt. Dann wurde es kalt und dunkel. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Aber ich bin allein. Wollt ihr mit mir spielen? Nein. Gut, spielen wir Verstecken. Wenn ihr mich findet, verrate ich es euch. Wir müssen aber warten, bis es Nacht ist. Die andere spielt auch mit und sie darf vorher nicht rauskommen. Die andere? Kann ich euch nicht sagen. Sie könnte mich hören. Sie ist ganz in der Nähe. Wenn ihr mich zuerst findet, kann ich es euch verraten. Ja, da habe ich ja natürlich Bock drauf. Also, nach Einbruch der Dunkelheit, das ist es jetzt.
Heggy, Heggy. Ohne Questmarker, na super. Wo geht's denn hier hin? Moorblick. Ja, vielleicht sitzt er ja irgendwo im Moorblick rum. Was ist passiert? Ja, hoch! Da liegt ja. Was denn das? Ja, also. Alva! Oh, ihr seht aber gut aus. Wir sollten mal etwas zusammen unternehmen. Hey, du gehst ja ran. Gott sei Dank ist meine Frau zu Hause. Wirklich? Das ist wunderbar. Ich kann mich glücklich schätzen, einen Mann mit so viel Hingabe zu haben. Also gut. Ah ja. Ah ja. Dein Mann brennt was an und du findest es toll. Du, erzähl mir was Tolles. Ich habe gehört, dass ihr das Feuer untersuchen sollt. Da hier, Helges Geist. Das arme Kind bittet uns wahrscheinlich, seinen mordenden Vater aufzuknüpfen. Sagt es lieber dem Jarl. Okay. Und hier? Nein, es gibt überhaupt keins. Schon vor dem Krieg gab es nicht viele Gründe, Moortal aufzusuchen. Und jetzt? Naja, sagen wir einfach, die Vordertür wird nicht oft benutzt. Okay. Bis dann. Ja, tschüss. Ey, du. Moortal war einst ein ruhiger Ort. Ach, ihr wisst, sie haben mich noch nicht zur Wache ernannt, obwohl ich danach gefragt habe. Geh weg. Was? Also nehme ich alle möglichen Aufträge an, was sich so ergibt. Die Leute hier arbeiten hart und gönnen sich nicht einmal Entspannung. Hast keinen Bock mehr gehabt auf, auf die Leiche. Und so. Okay, Jarl. Das... Oh, das ist das Zumpfdingsgebiet. Hier, mitnehmen. Dann gehen wir halt immer nochmal zum Jarl. In den Hochmondsaal. Zum Jarl. Wo ist er? Jarl, du wolltest dich gerade hinlegen. Ist Torger unschuld? Die Welt der Geister zeigt sich hier besonders stark. Sucht auf dem Friedhof. Dort werdet ihr sie finden. Okay. Rogas Schicksal liegt in eurer Hand. Friedhof. Wo ist der Friedhof? Da. Da gehen wir doch hin. Ja, da hat sie sich aber toll versteckt. Hey! Wow! Ihr könnt euch... Ich wusste doch, dass ich euch finde. Ja! Wow. Hast du das? Das war Larette. Lelette, die Vampirfrau. Muss mich doch mal gerade nähern. Vampirstab. Lelette. Ihr habt mich gefunden? Lelette hat mich auch gesucht, aber ich bin froh, dass ihr mich zuerst gefunden habt. Man hat Lelette gesagt, dass sie meine Mami und mich verbrennen soll, aber sie wollte nicht. Sie wollte mit mir spielen. Immer und ewig mit mir spielen. Sie hat mich auf den Hals geküsst Lelette. Und mir wurde so kalt, dass das Feuer mir nicht einmal mehr wehgetan hat. Lelette hat geglaubt, sie dass sie mich behalten kann, aber das geht nicht. Ich bin ganz verbrannt. Ich bin müde. Ich werde jetzt eine Weile schlafen. Okay. Lelette. Ja, du sagtest es. Was kannst du mir über deine Frau erzählen? Ich dachte, sie sei fortgegangen, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Ach, meine arme Lelette. Und, ist dir was aufgefallen? Sie hat auf einmal sehr viel Zeit mit Alva verbracht. Alva. Obwohl sie noch eine Woche vorher nicht ausstehen konnte. Tatsächlich wollte sie sich in der Nacht, in der sie verschwand, mit Alva treffen. Alva erzählte mir später, sie sei nie erschienen. Ich hatte gar keine Gelegenheit, ihr Lebewohl zu sagen. Glaubt ihr, dass Alva... Aber das heißt doch... Ja, ja. Bei den Göttern. Ja. Glaubt ihr, dass Alva ein Vampir ist? Ich persönlich glaube das. Das ist eine Möglichkeit, die wir auf keinen Fall ignorieren dürfen. Nein, ihr irrt euch. Ihr müsst euch irren. Vielleicht hat Lelette ihr Schicksal draußen im Sumpf ereilt. Ich weigere mich zu glauben, dass Alva etwas damit zu tun hatte. Das könnt ihr dem Jarl auch gar nicht beweisen.
Ich hoffe, Alva ist nicht die, für die ihr sie haltet. Und er suche Alvas Haus. Freilich, Mama. Machen wir. Alva, wo ist dein Haus? Da ist dein Haus. Fünf. So, dann schauen wir mal, was die Alva so zu bieten hat, die alte Hexe. Ich lasse nicht zu, dass ihr Alva wehtut. Was? Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh. Los! Rocker, was ist mit dir los? Muss ich mich mal an dir nähern. Dietrich, Gold, Granatstein, Schlüssel zu Albers Haus, Silberkette, Stützring, freilich nehmen wir alles mit. Schau mal, da ist noch ein Buch, das ich nicht kenne. Sonnenuntergang, Band, irgendwas. Bezahnt die hier Bets. Kuhfell. Braucht doch kein Mensch. Schmiedeschütze. Ist das etwa ein Schmied gewesen? Also, gehen wir mal rein in Alvas Keller. Ja, also gut, das ist jetzt relativ eindeutig, dass hier Vampir ist. Also, dann zeige ich mir dem mal das Tagebuch. Leg dich einmal schlafen. Soll sich schlafen legen, nicht. Naja, so geht's. So geht's. Jarl, ich hab's gefunden. Der hat ein Tagebuch. Oh, rette uns, oh Jarl, oh große. Weise, kluge. Ist Roger unschuldig oder? Ja, ich habe all das Dann stimmt es also. Diese hinterlistige Schlange. Mortal ist euch etwas schuldig. Töte den Vampirmeister, Wood. Euch ist eine Belohnung für die Aufklärung des Verbrechens versprochen worden. Aber ich möchte euch um einen weiteren Gefallen bitten. Mortal ist immer noch in Gefahr. Das Tagebuch erwähnt Movart, einen Meistervampir, von dem ich dachte... Er wäre schon vor einem Jahrhundert vernichtet worden. Ich werde einige tüchtige Krieger sammeln. Sie warten draußen auf euch. Führt sie zum Movarts Lager und setzt seinem Treiben ein Ende. Jawohl, mach mal. Mhm. Go. Yeah. Tüchtige Krieger. Wenn ihr alchemistisches Zubehör benötigt, werde ich mein Bestes geben, um euch welches... Nein. Nun, manchmal schon. Aber das ist nicht das Problem. Ich habe oft nicht allzu viel zu tun, also probiere ich gerne neue Sachen aus. Meist funktionieren sie nicht, aber ich... Ja, da muss ich auch ein wenig gähnen. Und im Handumdrehen sind dann meine Vorräte aufgebraucht. Ich kann euch sicher das ein oder andere beibringen. Oh, dann lernen wir doch mal irgendwas da. Gut. Und wer bist Mortal du? Mortal war einst ein... Achso, du bist der. Schon. Ja. Mal die Höhle unterliegt das. Meiner Verantwortung und darum kümmere ich. Ja, die Welt ist in Aufruhr. Und was macht unsere Jarl? Sie versteckt sich und hat Visionen. Wir brauchen eine Anführerin, keine Mystikerin. Wie könnte ich? Sie spricht nicht mit uns. Sie hat diesem Zauberer Valion gestattet, in unserer Mitte zu leben und seltsame Dinge zu tun. Und nun hört man von Rebellion und Drachen. Wie sollte Idgroth da helfen können? Nein, wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Das solltet ihr euch merken. Okay. Ihr habt bestimmt das abgebrannte Haus dazu kommen. Ja. Was soll man machen, wenn man sich nicht an seinen Jarl wenden kann? Stimmt. Du. Sie ist tot.
Lilith ist tot. Ja, willst du mir helfen, den Vampir zu töten? Ich will Rache für meine Frau. Rache für Lilith. Rache. Wir marschieren zu Mowards Lager. Ob ihr nun mitkommt oder nicht. Jawohl. Auf geht's. Ja. Wo ist denn das? Ach, das können wir ja wirklich per Fuß, per Pedes. Bis zum nächsten Mal. Wer bist denn du? Du bist der Meine magische Fähigkeiten Fallion. Meine Fähigkeiten werden hier sehr gebraucht, damit Moortal weiterhin sicher ist. Wie euch jeder sagen wird, kann Moortal ein gefährlicher Ort sein. Mhm. Meine Talente sind hier von Nutzen. Ich helfe, die Ordnung aufrechtzuerhalten, selbst wenn das niemand bemerkt. Das Sumpfland ist trügerisch. Ihr tätet gut daran, nicht nachts umher zu wandern. Du läufst jetzt irgendwo hin und ihr ich kann dir folgen, mit oder? Mit mächtigen Kräften zu tun. Nehmt euch in Acht, dass sie euch nicht überwältigen. Oh, ich muss erst Stufe erst aufsteigen. Okay. Dir könnten wir jetzt garantiert irgendwo hin folgen, wo auch immer du hingehst. Aber ich muss denen jetzt folgen, dem wütenden Mob. Das kenne ich aus, Was kenne ich das? Guild Wars 2, da braucht man einmal so einen wütenden Mob. Und der hat schon keinen Bock mehr, oder was? Na doch, du kommst. Okay. Wo ist er? Wo sind sie? Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung und darum kümmere ich mich. Das ist alles, verstanden? Wo geht hier die Party ab? Da. Etza? Ich bin bloß ein armer Mann, der versucht, sich durchzuschlagen. Die mögen feige sein. Ich bin es nicht. Ich werde euch begleiten. Ach. Da habt ihr wohl recht. Ich bin kein Kämpfer. Zieht los und rächt meine Lilith. Für mich. Na, ja, ihr seid ja klasse Truppe. Ihr seid ja, also hast du das Kind? Das ist doch wohl eine Unverschämtheit. Komm, dann machen wir zwei das jetzt. Bis ab da rein. Vampirlord abschlachten und gut ist. Kann nicht so schwer sein. F5. Das ist ganz schön hell. Gefällt mir nicht. Wenigstens machst du anscheinend keinen Lärm. Das ist gut. Das ist sehr gut. Vielleicht soll ich dir mal das ganze Narren-Outfit und Zeug geben und was auch immer. Hi. Dietrich, nehmen. Ah, schlafen. Nähen. Ich, kann mich jetzt nur noch unterhalten mit einzelnen Worten. Gehen wir mal hier entlang. Bevor wir dann rübergehen. Was ist das hier? Komm weg da. Ekelhaft. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.